da geht's mal ins Gelände. Hier haben wir also C-Stadt. Da oben liegt B-Dorf. Und wenn man von C nach B will, dann geht es erstmal ein ganzes Stück der Straße lang bis zu einer Bushaltestelle. Das sind schon 700 Meter. Und von der Straße dann gibt es den Trampelpfad ins Dorf. Und das sind nochmal 240 Meter. Man kann natürlich auch querfeldein gehen. Das ist kürzer. Aber die ganze Zeit durchs Gebüsch, das macht auch nicht immer Spaß. Okay, und jetzt kommt die Telekom. Die möchte von C nach B ein Glasfaser-Hochgeschwindigkeits-Internetkabel legen. Eine Möglichkeit, querfeldein. Und die andere Variante geht der Straße entlang. Ja, warum? Weil an der Straße ist es einfacher, solch einen Graben auszubuddeln. Da kommen die Geräte besser ran, als wenn das querfeldein geht hier. Also, an der Straße kostet der Meter Kabelgraben nur 300 Euro. Wenn es ins Gelände geht, dann kostet der Meter 500 Euro. So, deswegen also Variante 1. Die ganze Zeit erstmal an der Straße lang, damit es nicht so teuer wird, und dann nur das kurze Stück 240 Meter durchs Gelände. Die Variante 2 heißt querfeldein, zwar die kürzeste Möglichkeit, aber weil das teurer ist, macht die nicht so richtig viel Sinn. So, und das können wir uns nochmal ganz ordentlich angucken. Also Variante 1, 700 Meter an der Straße, 240 Meter im Gelände und dann zählt man das zusammen, 330.000 kostet das. Die Variante 2, querfeldein, da brauchen wir erstmal den Pythagoras und der sagt von C nach B direkte Verbindung 740 Meter. Und mit dem Preis komme ich dann auf 370.000. Also Variante 2 ist nicht so gut, weil ziemlich teuer. Variante 1 sieht besser aus. So, und dann kommt plötzlich ein Vorschlag. Der Baggerfahrer sagt, ey, mach doch die Abzweigung nicht genau an der Haltestelle, sondern ein Stückchen schon weiter vorher. Das wird billiger. So, die blaue Linie soll das ungefähr werden. Und ja, das können wir mal nachrechnen. Diese Variante 3, gucken wir mal nach. Also 10 Meter vor der Bushaltestelle wird schon abgebogen. Dann nur noch 690 Meter an der Straße und durchs Gelände durch. Ja, das sind dann ein bisschen mehr als 240 Meter, aber nicht so viel mehr. Insgesamt wird es billiger. No, und dann kann man doch überlegen, ob man den Abzweigpunkt nicht noch 10 Meter weiter vorlegt, also nach 680 Metern schon abbiegt. Das wird auch wieder billiger. Ja, und dann soll man das einfach häppchenweise weiter ausprobieren, bis man an irgendeinen Punkt kommt, wo man sagt, hier wird es nicht mehr billiger, jetzt wird das wieder teurer, jetzt wird das immer ähnlicher der Variante 2. Ja, da muss man also dann ein bisschen rechnen. Das wäre so die Standardversion. Das nennt man systematisches Probieren. Und ja, wer Angst hat, dass er sich die Finger wund tippt, der kann natürlich auch seinen Computer dressieren, dass der das rechnet. Wir haben also jetzt noch eine Variante für Computerprofis. Die Grundidee ist die gleiche. Der Preis ist also Länge an der Straße mal 300 Euro und Länge im Gelände mal 500 Euro. Unsere kleine Skizze dazu nochmal. Da ist der Abzweigpunkt. Und wenn wir den ein Stückchen vorverlegen, dann sagen wir, okay, das ist um das Stückchen x kürzer. Die Länge an der Straße ist also 700 minus x. Und die blaue Strecke durchs Gelände, das brauchen wir jetzt wieder den Pythagoras dazu. Das sind also 240 ins Quadrat plus x ins Quadrat. Und da ist die Wurzel dann. Okay, setzen wir doch mal ein. Wir haben also jetzt für den Preis 700 minus x mal 300 und diese
blau gestrichelte Strecke, das ist diese grässliche Wurzel, mal 500. Das kann man dem Computer beibringen. So. Und dann geht es um Tabellenkalkulation. So. Für x kann ich alle möglichen Werte einsetzen, 0, 10, 20, 30 und so weiter. Und daraus kann ich den Preis ausrechnen. So als Zwischenschritt nochmal die Länge auf der Straße zur Vorstellung nur. Wenn wir also wirklich an der Bushaltestelle abbiegen, ist x 0 und der Preis 330.000. 10 Meter vor der Bushaltestelle abgebogen, sind wir also nur 690 Meter an der Straße. Und insgesamt kommen wir dann auf einen günstigeren Preis. Bei 20 Meter vor der Bushaltestelle abbiegen, wird es noch günstiger. Und selbst wenn wir mit 30 Metern rechnen, es wird schrittchenweise billiger, preiswerter. Naja, und dann lassen wir den Computer halt rechnen. Und der mault auch nicht, wenn er solche Rechnung 20 oder 50 Mal hintereinander machen muss. Okay, und wir gucken uns einfach die Ergebnisse an. Jetzt sind wir bei 308.000 schon. 306.000, 306.000. Und bei 190, aufpassen, hier wird es wieder teurer. Also, die günstigste Variante sind 180 Meter vor der Bushaltestelle. Dann kostet der ganze Spaß nur 306.000. Und das rahmen wir uns jetzt schön ein. Das ist also die durch Ausprobieren mit einer Tabelle gefundene Lösung. Wenn ich 180 Meter vor der Bushaltestelle abbiege, kostet der ganze Spaß also nur 306.000. Wer jetzt einen großen Bruder hat, der in der 11. oder der 12. ist, der kann mit dem nochmal eine andere Lösung bereden. Wir nehmen die gleiche Formel, die wir vorhin auch schon hatten, und spielen mit der noch ein bisschen rum, Klammer auflösen, ausmultiplizieren. So, bis hierhin ist alles, was wir ja noch einigermaßen können. Was der wirklich erst in der 11. lernt, ist sogenannte Differentialrechnung. Und da wird also aus unserem Y ein Y mit einem X dran, Y'. Ableitung heißt das. So, die 210.000 verschwindet total. Die 300 mal X, da werden einfach nur minus 300 raus. Und diese 500 mal Wurzel, naja, das sieht auch nicht fein aus, ja. Das können wir noch ein bisschen vereinfachen. Dann haben wir 300 und 500 mal x mal diese Wurzel und so weiter. So, der Trick dabei, wenn ich so einen Extremwert habe, sogenanntes lokales Minimum, dann muss dieses y' gleich 0 sein. Also haben wir jetzt eine Gleichung, 0 ist gleich minus 300 plus 300 dazu gezählt, haben wir dann 300 ist gleich, wir teilen durch 500x, dann haben wir, naja, die sieht schon ein bisschen freundlicher aus. Jetzt muss man Kehrwert bilden, beide Seiten quadrieren, auf beiden Seiten ein x² wegnehmen. Und dann steht am Schluss da, x hoch 2 ist 32.400. Wenn man daraus die Wurzel zieht, kommt man auf x gleich 180. Na sowas, das hat man mit der Tabelle auch schon. Okay, also auch in der 11. gibt es nochmal ein ganz, ganz anderes Rechenverfahren, was aber zu unserem Ergebnis ebenfalls hinführt. 180 Meter vor der Bushaltestelle sollte abgebogen werden.